Wolfram Eitel heute 1:3 Heimniederlage gegen den SGV Freiberg. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, SGV Freiburg ist sehr stark in die Partie auch gekommen. Da hat man so gut wie keinen Zugriff drauf. Ja, hat man gemerkt, dass wir die eine oder andere englische Woche jetzt auch quasi auch schon hinter uns haben. Ja, das hat Freiburg auch sehr gut ausgenutzt, uns gut unter Druck gesetzt und wir waren eigentlich glücklicherweise nur 2-0 hinten, da wäre mehr drin gewesen. So, ich habe auch die eine oder andere glückliche Chance auch gehabt. Ja, wäre auch ein Anschlusstreffer auch noch möglich gewesen durch den Marvin Knase, wo er ganz blank vorm Tor steht. Dass wir überhaupt zurückkommen ins Spiel, ist sicherlich Timo Zimmer geschuldet nach dem schönen Freischusstor. Das war klasse gemacht, auch schön rausgearbeitet vorher. Und dann hatten wir sicherlich die Viertelstunde davor und danach unsere beste Phase. Da haben wir sicherlich die Möglichkeit auch gehabt, nochmal einen Ausgleich auch zu schaffen. Allerdings dann mit dem 3-1, dass wir dann auch unglücklicherweise auch wieder herschenken nach einer einfachen Standardsituation und auch teilweise auch fast selber mitschießen, war das Ding auch gegessen. Das hat man dann bei der Mannschaft auch gesehen, dass die Köpfe nach unten gingen und dass dann nicht mehr viel Körner im Tank waren und in der ersten halben Stunde das Freiburg einfach runtergespielt hat. Ja, Ramon German, heute 3:1 Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Heidenheim. Wie sieht Ihr Kommentar zum Spiel aus? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden über die drei Punkte, über den Sieg. Wir haben zwei Tore nach Ecken gemacht, was normalerweise nicht unsere Stärke ist. Nach dem 2-0 bin ich der Meinung, hätten wir fast das Spiel aus der Hand gegeben, unnötigerweise. Da hat man die Kontrolle etwas verloren. Und der Timo Zimmer macht natürlich ein sensationelles Freistoßtor, was ich ihm auch von Herzen gönne. Vor allem, weil wir eben die drei Punkte geholt haben. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Wir müssen aber eigentlich in der zweiten Halbzeit noch nachlegen und vielleicht noch das vierte oder fünfte machen. Aber wenn man hier in Heidenheim was holt, einen Sieg holt, dann kann man nicht meckern. Ja.